Hallo und herzlich willkommen heute zu ein paar Gedanken über Pfingsten. Und ich weiß gar nicht so recht, wo ich da anfangen soll. Soll ich es eher ein bisschen theologisch machen und von, wie ich es schon mal angekündigt habe, von Babylon, von der Sprachverwirrung ausgehend, zu dem Ereignis kommen, in dem man dann eben mit vielen Sprachen sprechen kann? Oder mache ich es einfach mal von einem Erlebnis? Ich war gestern am Pfingstsonntag mit den Kindern im Gebirge. Wir sind mit der Seilbahn auf den Tegelberg gefahren, das ist bei Füssen, und wir sind dann zu Fuß Richtung Königsschloss Neuschwanstein gewandert. Da gibt es einen alpinen Steig, den wir runtergegangen sind, und das haben wir mit unserem Vierjährigen, mit unserer Acht- und Zehnjährigen jeweils sehr, ich würde sagen mal, komplikationslos bewerkstelligen können. Die sind alle recht fit. Und ja, das ist immer ein super Erlebnis, da auch ein bisschen mit Händen und Füßen durchs Gebirge zu klettern, um einen herum die steilen Abgründe, der riesige Ausblick ins Flachland, auf die, wie es dort heißt, Achtseenlandschaft. Auf der anderen Seite, tiefer im Gebirge, im Tal, hat sich so ein bisschen eine Wolkenstimmung zusammengebraut, die etwas gewittrig aussah. Das hat sich dann aber verflogen. Aber man ist immer so zwischen, schafft man es noch, kommt hoffentlich nichts. Man ist, ich sag mal, oben im Gebirge doch immer so ein bisschen zwischen Himmel und Erde. Und auch das ist, finde ich, ein sehr pfingstliches Gefühl. Auf der einen Seite sehr stark geerdet, weil nach Ostern, beziehungsweise vor allem nach Karfreitag, nach dem Tod Christi und dann eben in der etwas schwierigen Zeit danach, der Konsolidierung, wie soll es weitergehen, der Anfeindung durch Römer, durch Juden, haben sich eben die Jünger eher verbarrikadiert und ängstlich zusammengesessen. Und auf der anderen Seite ist das Pfingsterlebnis genau das Befreiende, was dann eben auch dazu geführt hat, dass man herausgegangen ist, unter die Leute gegangen ist und eben für die weitere Perspektive und den Weitblick der Kirche, ja, die Initialzündung bekommen hatte. Und das ist im Gebirge bei mir auch oft so, dass ich gerade durch die Höhe in die Weite hinausblickend einfach einen anderen Blick auch auf die Gesellschaft, auf die gesellschaftlichen Themen bekomme. Und ich denke, eigentlich ist das gar nicht immer so, dass man sich in diesen Kleinkarierten gefangen halten müsste. Man müsste einen grundsätzlichen, befreienden Atem in die Welt hinausbringen. Der Heilige Geist, der lebendig macht, der Mut gibt, der auch letzten Endes einen durchhalten lässt und vorwärts gehen lässt, der, der den Christen versprochen worden ist und der über 2000 Jahre getragen hat, der könnte eben auch heute uns dazu befähigen, Großes zu vollbringen. Ja, und da ist dann die Frage, warum tut er das nicht? Warum spricht die Kirche, die an Pfingsten in allen Sprachen gesprochen hat, Pfingsten als das Geburtstagsfest der Kirche, warum spricht sie heute die aktuellen Sprachen nicht mehr? Warum trifft sie gerade in unserer Gesellschaft keinen Ton, der die Menschen in irgendeiner Weise auch nur in die Richtung blicken lassen würde und von Aufhorchen ganz zu schweigen? Was ist am Pfingstereignis verloren gegangen oder hat uns der Heilige Geist letztlich verlassen? Das wären so die Fragen, die sich stellen. Aus meinem Blick aus dem Gebirge heraus und ins Gebirge hinein würde ich sagen, nein, der ist noch da. Es ist noch alles Befreiendes, die Gipfelkreuze, Martal am Weg, die Gedenkstätten für diejenigen, die in der Hoffnung, dass sie auferstehen, auch im Gebirge eben ihr Ende fanden, ihr leibliches. Also der christliche Bezug ist gerade im Gebirge sehr, sehr stark. Und auch diese Gefühlslage, dass man eben sagt, man bricht auf, man schafft es auf diesen Berg hinauf und man schafft es, seine Aufgabe, die man sich vorgenommen hat, zu bewältigen und wird dann eben auch mit dem entsprechenden Ereignis, mit dem Ausblick oder mit der Freude, eben den Gipfel erreicht zu haben, belohnt. Das alles ist grundsätzlich angelegt und ich denke, wir könnten durchaus aus dem Geist der Kirche und eben aus dem, was wir eben, was uns bis heute getragen hat, auch für die heutige Zeit Lösungen finden. Die Frage ist,
wie eben gesagt, warum tun wir es nicht? Warum findet die Kirche ihre Sprache nicht? Warum hat sie die pfingstliche Verständigungsmöglichkeit verloren, in allen Sprachen zu sprechen? Und das würde ich als Frage einfach mal gern weitergeben.